Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Occupied Mars Prologue. Wie wir jetzt gerade gesehen haben, oder ich hoffe, ihr habt es noch gesehen, oder ihr seht es auch noch unten links, Game saved successfully. Das heißt, nach dem Benutzen des Bettes hat er auch das Spiel automatisch gespeichert. Die Pflanzen scheinen ausgewachsen zu sein. Das hat mir zumindest gerade mein Display gezeigt. Jetzt muss ich sie halt nur irgendwo umpotten. Mach dich erstmal noch zu. Ups. These plants are close to wither. Potato settling. Mach das mal wieder zu. Muss erst gucken, wo das hinkommt. Plant and grow. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Hydroponik. Muss mir das nochmal angucken in dem Tutorial-Part hier. Tutorial. Brain. Grinding, Mining, Shredder, Cable, Powering, CO2, Manage, Building, Task, Well, Growing Food. Also. 12 Stunden. Ah, 6 sind es erst, okay. Once your plants. Da muss ich es reinpacken nachher, so wie es aussieht. Also im Inkubator anpflanzen und dann nachher im Hydroponik aufwachsen lassen. Und schauen wir nochmal. So, das Ding heißt Hydroponik aufwachsen lassen. Und das Ding heißt, sehe ich es denn? Irgendwo am Rande sieht man es. Da, Plant Inkubator. Okay, also hier drin aufwachsen lassen. Das heißt, wir müssen nochmal 6 Stunden warten. Dann ist der fertig. Wir haben jetzt erstmal 6 Stunden gepennt. Gesundheit, Stamina ist alles vorhanden. Sauerstoff. Externer Sauerstoff. Ah, guck mal, der ist ganz weit unten. Externer Sauerstoff ist ganz weit unten. Das heißt, irgendwas haben wir doch nicht richtig angeschlossen. Oxygen set. Suit. Oder der produziert noch nicht genug. Oder? Der ist noch nicht an Strom angeschlossen. Doch, an Strom angeschlossen ist er. Da läuft das Korbel. So, Fill Water Tank. Take a filled water. Produktion 15 Liter. Dehydration detected. Was für ein? Was hast du detected? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Irgendwas bei mir? Ach so, Hydration. Sorry, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, was der da von mir wollte. Dann bauen wir uns da mal was rein. Was hatte ich denn da jetzt noch im Inventar auf einmal? Was ist denn das? Potato Settlings. Ah, okay. Das sind die, die ich ja gerade einmal eingesammelt habe. Wie man sieht, die waren noch nicht ganz ausgereift. Die waren dann also noch nicht fertig. Kann ich die da reinpacken? Nö. Na gut. So. Essen. Es wird langsam ein bisschen knapp mit dem Essen. Da müssen wir uns dann gleich noch mal ein bisschen was überlegen. Aber gut, jetzt wollen wir uns hier erstmal
gucken. Sauerstoff. Er produziert 10 in der Stunde. Das ist nichts. Produziert kein Methan und ist dementsprechend auch nichts am Lager. Und er braucht 10, bekommt 10. Das ist... Ach so, das ist eine durchgehende Maschine. Okay. Das hatte ich jetzt gerade gedacht, das wäre irgendwie zwei verschiedene. Moment, da ist... Hier ist was rot. Da ist was rot. Nee, das wäre das Kabel wieder abnehmen. Das wollte ich ja gar nicht machen. Ich hätte jetzt gedacht, das würde alles produziert. Hier ist angeschlossen, da ist angeschlossen. Hier kann ich die Batterie wieder. So, jetzt bin ich auf 100%. Da ist kein Platz mehr. Was ist denn das eigentlich? Wie heißt denn das Ding? Transformer heißt das. Das heißt, ich müsste jetzt... Achso, ich muss den Rover, rechts unten steht's. Ich muss den Rover anschließen noch. Da muss ich auch noch 200 Eisen farmen. Ich vermute, dass die ganzen Metallbrocken einfach nur Eisen sein werden. Okay, dann. Wo kann ich denn bei dir mal was anschließen? Ups. Okay. wir achten also da drauf. Das ist der Schredder. Da sind wir automatisch in den Schredder geplumpst. La 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 la. Oh, das scheint's gewesen zu sein. Zweimal sterben darf man, oder wie? Kampagne, free to play, load game. Autosave. Load game. Mal gucken. Oder wir sind schon durch. Das weiß ich natürlich jetzt nur. Da sind wir. Also, wir können doch noch weiter. Da hatte ich mich dann vertan. Okay. Wir gehen jetzt also raus. Wo war denn der Ausgang? Hier, ne? Oxygen set. Suit. Also das Autospeichern hat funktioniert. Das war's. Store. Den füllen wir jetzt mal wieder auf. Also ist zumindest das, was wir gerade gemacht hatten, hat aber nicht viel geholfen, denn jetzt ist auch noch nicht. Er produziert noch nichts. Ach, das ist die Water Bottle, die wir aufgefüllt haben. Ach, guck mal. Das habe ich jetzt kapiert. Das heißt, der regeneriert automatisch dann eine Wasserflasche. Das ist richtig. Jo. Der hat automatisch eine Wasserflasche hergestellt und uns die dann gegeben. Das heißt, für die Sauerstoffproduktion müssen wir noch irgendetwas machen. Ich vermute, das hat hier mit der Stromverteilung zu tun.
dass wir da noch nicht genug Strom für zugewiesen haben. Aber ich kriege leider hier auch keinen Hinweis, wie viel Strom das Ding jetzt brauchen würde, um zu funktionieren. Oder habe ich das da vergessen, rauszulesen? Mal. Hm, 10 Kilowatt. Ja, aber das ist ja... Gut. Und ich brauche... Also erst so aus dem Augenwinkel würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir vielleicht mal noch ein, zwei Solarpanels jetzt einfach herstellen, aufstellen, damit wir da ein bisschen mehr Power kriegen. Das heißt, wir müssten nachher entweder einen neuen Transformator aufstellen, wo wir dann alles anschließen, oder wir switchen die kleinen Solarpanel in große um. Aber wir gehen jetzt erstmal oben an dem Rover gucken. Diesmal plumpsen wir nicht wieder in den Schredder. Ist mir aber auch ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass der so ist, dass man da reinplumpsen kann. Ich hätte gedacht, man fährt drüber und wenn man entlädt, dann wird er aufgemacht und dann wieder zu und dann ist halt die Sicherheit da. Dehydration detected. Schon wieder. Ja, ja, der hat meine Dehydration gefunden. Hier haben wir Strom. Sauerstoff, da oben ist Strom. Mhm. Gut. Gefunden haben wir es. Wo komme ich denn hier nicht weiter? Hallo? Okay, da gibt es einen unsichtbaren Widerstand, wo wir nicht drum rumkommen. Da hatten wir oder mussten wir hüpfen. Leiche hier auch. Hüpf. Okay, ich komme hier nicht durch. Jetzt backen wir hier in dem Reifen fest. Also irgendwie... Oxygen low. Jetzt haben wir auch noch Sauerstoff verloren. Mensch, 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 Mensch. Wenn das mal alles so gewollt ist. Okay. Oxygen. Also, wir gucken mal. Ich komme hier auch nicht durch. Also das ist ein bisschen blöd gemacht. Da können sie mal noch ein bisschen nacharbeiten. Gut, gut. Also Solarpanel. Nein. Ich hatte zwar jetzt überlegt Solarpanel, aber ich glaube, ich werde eher... Ach, was wollte ich denn jetzt mal herstellen? Ach so, da fällt mir ein, ob ich das überhaupt herstellen kann. Ich glaube, die für die meisten Sachen brauche ich erstmal... Brauche ich erstmal Materialien. Für Aluminium. Required. Das heißt, wir haben schon ein bisschen was da. Okay, also Sauerstoff. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Ich düse jetzt erstmal gar nichts, weil ich gar nicht dran komme. Oxygen set. External. Okay. Extern Sauerstoff. So, jetzt muss ich doch hier einmal eben gucken können, wie generell der Vorrat ist von dem Dingen. Da steht's. Oxygen 50%, 50%. Das heißt, wir sollten, bevor wir da eine weitere Runde drehen, das Ding auf jeden Fall aufladen. Oxygen set. Suit. Jo. So, hier müssen wir wieder hüpfen. Das heißt, wir holen uns jetzt einmal hier Strom. Ausgang, Ausgang war blau. Zack, hier können wir noch was anschließen.
Da werden wir dann rumkabbeln. Einmal da rein. Und dann rennen wir jetzt mit dem Kabel da oben hin. Obwohl, da oben muss es noch einen Anschluss geben. Immerhin ist das Ding ja schon verbunden mit... Warte mal, ich brauche da nicht da hochrennen, oder? Ich kann den doch eher nach hier unten fahren. Ach komm, echt jetzt... Jetzt habe ich das Kabel schon bis hier hingezogen. Jetzt ziehe ich das auch bis nach oben. Zwar bestimmt nicht... So wie es sein soll, aber... ja, ich mache ja häufiger mal... ein bisschen was anderes. Gut. Hier war es nicht. Mal ein weiter. Das war hier. Open Socket. Dann... ist jetzt das Kabel weg. Okay, also es war nicht so gedacht, dass man das Kabel da oben hinzieht. Ich kann es nämlich nicht wieder aufnehmen. Nicht wieder aufnehmen. Gut, damit haben wir das auch erledigt oder beziehungsweise rausgefunden. Das heißt, ich werde das Kabel da wieder abziehen und hoffen, dass das dann wieder irgendwie verschwindet. So, irgendwie gab es doch auch eine Möglichkeit, das Kabel wieder einzurollen, ne? Irgendeine Option gab es doch da. Meine ich zumindest. Grinding Mining Cable Management. Nö. Nö, da gab's nix. Das heißt, ich habe das Kabel jetzt hier einmal auf den Boden geschmissen. Schön. Gut, das heißt, wir holen den Rover jetzt erstmal nach da unten. Denn hier oben ist ja das Kabel. Hier komme ich nicht drüber. Ups. Ich habe doch den Schredder gepowert. Ups. Okay. Dann haben wir da mal ein bisschen... Oxygen set. External. So, sind wir da mal ein bisschen rumgesprungen. Düsen jetzt einmal eben hier fix rum. Dann werden wir da ein neues Kabel anschließen. Dann mal gucken, ob wir hier nicht Saft in das Ding reinkriegen, wa? Das heißt, wieder... Achso, wir hatten das schon. Nee, wir haben nichts auf 2. Stromkabel. Ach, guck mal, das ist die Länge. Das ist nicht Stück. Das ist die Meterzahl, die wir zur Verfügung haben an Kabel. Oh, oh. Das ist natürlich jetzt weniger gut. Too few cable. Ja. Das ist natürlich jetzt blöde.
Ja, das ist. Da müssen wir noch ein. Oder keine Ahnung, ob wir da jetzt einen Fehler gemacht haben. Aber wenn ich hier zurückgehe, muss das Kabel doch wieder kürzer werden. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit haben, das Kabel zu verkürzen. Ja, super. Aha, Pick-up. Gedrückt halten. Gedrückt halten. Ach, Mann. Ja, auf die Idee muss er aber auch erstmal kommen. Jetzt habe ich mir echt schon Sorgen gemacht. Schon gedacht, unser Spiel wäre jetzt an dieser Stelle auch schon vorbei. Zack, einmal da rein. Dann latschen wir einmal kurz hier fix rum. Haben das angeschlossen. Dann müssen wir jetzt hier Sauerstoff noch anschließen. Da ist jetzt halt die Frage, nehmen wir, müssen wir ja, ne? Fällt mir gerade. Nicht nehmen wir, sondern müssen wir ja. Aber stellt er überhaupt schon Sauerstoff her? Stellt im Moment nur Wasser her. Muss ich den noch irgendwo einschalten? Habe ich irgendwo ein Knöpfchen übersehen für... Hier ist rot. Oxygen Draxe Cable. Nö, da habe ich keine Lust. Und das wäre jetzt der Anschluss, den ich ja gemacht habe hier an. Hier, Wasser, Sauerstoff, Strom. Ich kann da doch jetzt nicht was wegnehmen, um das an den Rover anzuschließen. Das wäre ja ganz bescheuert. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine Runde Metall organisieren. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und da würde ich sagen, freue ich mich schon auf euer Feedback. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Sam. Ciao, ciao.